Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Wasser. So, das Ding muss auf jeden Fall. Aber hier oben ist ja nichts. Ne? Hier oben war ja eigentlich nicht, wo er gemeckert hat, ne? Wenn wir den hier runter hinziehen, das wird das. Was machen wir? Das machen wir jetzt mal. Wasser, das ziehen wir mal hier unten irgendwo hin. Abwasser. Das Dingens. Das Warmwasser, ne? Da dürfen wir auch nicht zwischen. Guck mal, der würde hier hinpassen. Wunderschön. Oder der würde auch hier oben hinpassen, ne? Da, zack. Wenn wir ihn da hinsetzen, dann nehmen wir den anderen nämlich mal weg hier. Das Rohr. Was noch? Das große Rohr, das ziehen wir mal raus hier. Da hinweg. Setzen neues dahin. Bis dahin. Zack. So, und dann nehmen wir den auch raus. Jawohl. Einmal wegnehmen. Dann können wir hier nämlich eine kleine hinbauen. Eine größere, große ist schwierig. Ach, dafür muss erstmal der Fußweg weg, glaube ich, ne? So, eine Sekunde. Ah, ne, Straße ist das, ne? Oder ein Fußweg? Ist ein Fußweg, okay. Gut. So, weg. Hü. Mach dich dünne. So. Gut, Wasser, Wasser, Wasser. Das kleine Ding, ne? So. Das will genau, so passt es. So passt es da rein. So. Da ist es. Hm. Ach, das bauen wir gleich schon, ne? Ach, Miste. Ja gut. Egal, egal, egal. Jetzt brauchen wir so ein Wasserrohr. Und zwar, das müssen wir oben irgendwie anklemmen. Das eine Rohr, das reißen wir mal ab hier. Das machen wir mal kurz. Nehmen wir mal kurz raus hier. Und nutzen das andere große. So. Hier raus, ne? Und mal daran. So. Und dann müsste das einfach mal nur hier vorne mit ran. Das wäre schon das gewesen. Das wäre schon eigentlich das gewesen, ne? So, dann bauen wir mal so. Ein bisschen Fußwege noch irgendwie dran. Da kriegen wir noch nicht mal Fußweg hier raus. Ach du Himmel. Vielleicht hier irgendwie. Das geht. Okay, so. Wenn wir jetzt Glück haben, gehen auch Leute hin zum Arbeiten. Die haben kein Trinkwasser. Okay. Hä? Wieso haben wir kein Trinkwasser? Abwasser ist da. Haben wir noch extra einen Trinkwasseranschluss? Sag mir nicht sowas. Sag mir nicht sowas. Nee, wir rein und raus. Das ist gut. Da ist nur Abwasser. Was will der denn mit Trinkwasser? Trinkwasser ist doch hier. Wo war ein Trinkwasser? Das produzierst du doch selber, du Knödel. Wasser ist auch da. 1,9 Kubik, so. Also fast 2 Bar geht da rein und 6 Bar geht raus. Ich meine, ist ja schon enorm, nicht? Mal sehen, wie lange das gut geht. Nicht so lange, auf jeden Fall. So. Jetzt müsste aber doch Wasser hier sein, nicht, oder? Wasser müsste doch jetzt hier reichlich da sein. Zufriedener der Bürger ist nicht. Der muss nicht jedes Mal sagen, das wissen wir. Das wissen wir alles. Apropos Stau, wie sieht das aus? Wir haben April. Ist noch alles, ne? Bald ist noch alles gut. So, hier sind. Die beiden sind brappen voll. Also, du wirst echt nicht wohin damit. Wie ist das hier oben? Ach, ist das fertig oder was? Glaubst du es ja nicht. Warte mal, Sekunde. Keine Ressourcen, keine Arbeiter. Wasserimport, da haben wir auch noch nichts gemacht. Da müssen wir auch mal was regeln hier.
Wäre aber schöner, wenn das irgendwie ein bisschen heller wäre, ne? Das wäre schon cool. So. Ressourcen kaufen wir mal zu, und zwar Holz, Wupp und Kies. So, das Öl müssen wir auch irgendwie dran kriegen. Da. Pipeline. Hier ist nämlich noch ein Röhrchen. Das möchte da irgendwie hin. Zu lang. Okay, was haben wir denn hier noch dran? Okay, das geht da vorne her. Warte mal, eine Sekunde. Speicher mal schneller. So, das geht dahin. Das ist doch hier nochmal ein Ausgang, oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Ne, das ist nochmal ein Ausgang, siehst du. So, aber es passt auf jeden Fall nicht da oben hin. Dann müssen wir noch einmal mehr. Strömchen ist wohin? Alter, ist das weit weg. 271 Meter. Ich bin mal gespannt, ob wir den Strom hier oben noch hinkriegen. Das ist natürlich jetzt doof. Na gut, aber andersrum nützt ja nichts, ne? Die Pumpe. So. Hoffentlich kriegen wir da Strom ran. Hatte ich mir anders vorgestellt. Na gut, egal. Bau mal hin. Das Rohr. Einmal das Rohr. Geht nicht. Ach, du Schande. Warte mal. Nehmen wir kurz weg. So. Was denn das für eine Verbindung? Jetzt passt es, ne? Jetzt geht's. Okay. So. Das Rohr daran und das Teil da oben hin, ne? Na gut. Machen wir es so rum. So. Bau das mal fertig. Das Teil auch gleich fertig machen. Damit wir da ein bisschen Öl hinkriegen, ne? Und, was war es noch? Wasser, glaube ich, ne? Wasser, Abwasser oder sowas. Sekunde. Water. Abwasser ist da. Wo geht das denn hin? Die laufen da zusammen. Krieg ich hier nochmal... Das krieg ich bestimmt hin. Wow, so ein Ding. Wo ist denn hier der... Los zusammen, ne? So, da ist Durchlauf. Passt hier nicht hin, weil... Da passt es hin. Okay, so. Das Teil dahin. Abflussrohr mal kurz hier rausnehmen. Mach mal. So. Immer weg. Und dann wieder ein Abflussrohr anbauen. Und zwar einmal... Der bin ich, oder was? War das zu groß? Die mittlere Version, oder was? Was? Was ist denn jetzt los? Okay, pass mal auf, machen wir es anders. So. So. Von da nach dort. Das geht. Von da nach hier. Das geht auch. Jetzt müssen wir einmal nach ganz oben hoch, ne? Von da nach dort. Warum nicht? So. Hau doch hin. Geht doch alles. Alles kein Problem. So, läuft. Machen wir fertig. Da nochmal fertig machen. So. So, mach das mal weg. Mach das auch weg. So. Jetzt haben wir das schon mal in Wasser fehlt uns noch, ne? Wir brauchen eine Idee Wasser da rein. Immer ist irgendwas, ne? Wo kommt denn jetzt Wasser? Da ist Wasser. Das ist Wasser dafür. Keine Arbeiter fehlt. Ja gut, die anderen Ressourcen fehlen auch noch. Da müssen wir auch noch, ach, müssen wir auch noch hinschaffen. Oh Mann, doch. So. Wie weit kommen wir denn hier? Aber so. Muss direkt zwischen A und B verbunden werden. Jetzt kommt die große Frage. Mach das mal weg hier. Reiß das mal kurz weg. Hier mal einen Verbinder rein. So, ne? Zack. Bau das mal hin.
Ne, baut er natürlich nicht hin, ne? Kann ich ihm nicht sagen, was er machen soll? Bau das mal fertig. Ach, hätte ich denn nicht gemacht, ich jetzt markieren? Warte mal, nee, so nicht. Die kann ich nicht markieren, schade. Irgendwie geht's bestimmt. Na gut, so. Jetzt müssen wir denen auch sagen, was sie machen sollen, ne? Chemieanlage, Chemieanlage 2. Beladen, entladen. Okay, pass mal auf. Die nächste Station mehr hier oben, ne? So. Das wäre die hier. Beladen mit Chemikalien und entladen mit. So. Dann hätten wir es auch. Da sind viel zu wenig Pflanzen auf jeden Fall. Das ist schon mal, dass hier extrem klemmt. Was ist mit Aluminium? 155 Tonnen. Na ja gut, hier ist auch extrem viel Verkehr. Ne? Also da eine Brücke wäre auch nochmal eine coole Nummer hier drüber, aber das wird schwierig werden. Das wird schwierig werden. So. Arbeiter haben wir da oben nicht. Da kriegen wir keine Arbeiter hin, das ist das Problem. Vielleicht per Fußwege. Wo haben wir den ganzen Fußwege denn? Pass mal auf, da ist noch ein Fußweg. Halt. Nein. Nochmal. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Fußweg hin. Hier vorne irgendwie ran. Weil die kommen ja von dem da. Dem der Ünde. Vielleicht kriegen wir da sowas hin. Pass mal auf. So, zack. Und Fußwege dann hier. Dann müssen wir das mal wegnehmen da. So, hier nochmal hin, da. Und hier unten. Da nochmal hin. Ach, geht gar nicht. Oder was? Ach nö. Lachen, sag mir jetzt sowas nicht. Wieso das denn nicht? Was? Wie sieht das denn nicht? Das ist zu weit bergab oder was? Ist hier ein Loch? Alter Freund, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jawohl. Muss das auch nochmal weg? Das kann nicht wahr sein, ne? Das ist nicht euer Ernst. Ehrlich? Jetzt die Frage, kriegen wir da irgendwas hochgebaut? Mal verbunden ist das ja schon mal, ne? So, Pause. Das ist ja schon mal verbunden. So, jetzt ein Fußweg von hier. Was ist denn das Problem da? Weil hier ein kleiner Hügel ist, oder was? Oder wie? Nicht dein Ernst, oder? Tatsächlich. Nicht dein Ernst. Da ist ein Hügel. Jetzt kriegen wir das garantiert nicht aufgeschüttet, ne? Natürlich nicht. Kriegen wir nicht aufgeschüttet. Dann kriegen wir da keine Verbindung hin. Das ist jetzt aber doof. Kriegen wir da am Tunnel was ran? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Tunnelmäßig kriegen wir hier am Tunnel was ran? Ich glaube nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Das wäre natürlich, auch mal was gewesen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Oder? Das ist jetzt sau ärgerlich. Kriege ich hier noch einen Tunnel hin? Warte mal, mal gucken, ob das geht. Natürlich nicht, weil... Doch, da, oh, das geht tatsächlich. Das geht tatsächlich da hin ein. Dann bauen wir hier nochmal einen Tunnel hin. Wie weit können wir denn hier? Okay, bis dahin. Zack. Und dann wollen wir einen Tunnel dazwischen machen. So.
Bau. Müssen wir das so machen? Ja, ich meine, irgendwie kriegen wir das schon hin hier. Das wäre gelacht, wenn, ne? So. Bau das auch mal fertig. Ach, jetzt muss ich denen noch sagen, was sie machen sollen. Warte mal, Sekunde. Das fertig machen. Das fertig machen. Das auch fertig machen, natürlich. Da sind wir am Bauen, ne? So. Auch fertig machen, so. Jetzt hier nochmal den Fußweg fertig machen. Von da nach dort, so. Bin mal gespannt. So, wie weit laufen die? Laufen die bis da oben hin? Natürlich nicht. Irgendwo fehlt hier was. Ach, warte mal. Natürlich, da fehlt doch was. So, jetzt aber, ne? Jetzt laufen die da hoch bis da hinten hin. Großartig. Jetzt müssen nur noch die Arbeiter kommen, die hier abbiegen wollen. Aber ich glaube, der hat auch nicht viel mit, ne? Was hast du mitgehabt? Das konnte ich jetzt sehen, wenn der nächste kommt. Da kommt der nächste. Hast du mit? 100 Arbeiter. Ist jetzt nicht der Burner, ne? Es fehlt Wasser. Öl fehlt da. Es gibt keine Ausgangsverbindung. Habe ich die verkehrt angebaut? Sag mir nicht, ob der verkehrt angebaut. Das kann aber nicht sein, ne? Doch, die ist gar nicht dran. Ach, du bist auch im Himmel. Der ist auch wieder, ne? So, pass mal, nochmal wegnehmen. Von da nach dort. Von da nach dort. Was? Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Aha. Nehmen wir das nochmal weg und bauen nochmal von da nach dort. So. Bitteschön. Jetzt müsste das eigentlich gehen, oder? Jetzt müsste das doch funktionieren. Wenn die Pause aus ist. So, jetzt müsste es gehen. So, jetzt kommt der Öl ran. Richtig? Es fehlen Pflanzen, die wir noch nicht hier drin haben. Aber wir werden mal eine Handvoll zukaufen müssen. Erstmal, dass wir ein bisschen was haben. So. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Was ist denn das hier? Unsere Genossen aus dem freundlichen Volksrepublik bringen ein neues Fahrzeug von 94 auf den Markt, der für Rubel erhältlich ist. Carosa B739 Prison Bus. Oh hier, das ist doch cool. Der hat ja so mal einen Platz drinne. Da ist endlich mal einer, wo mal richtig Platz drin ist. Ne, da kriegen wir die Jungs hier mit, So, was machen wir? Was haben wir denn hier als Kohle? Kohle. Kohlespeicher. Das ist leer. Da sind zu wenig Leute hier im Gange. 160, hier müssen mehr Leute ran. Da müssen mehr Leute ran. Was sind das für welche? Ach, das sind Studentengeschichten, ne? Studentenbusse. So, die haben wir aber im Knast irgendwo fahren, ne? Verbundene Fahrzeuge, wo sind sie denn? Hier, da. Keine Häftlinge. Keine Häftlinge. Warum sind da keine Häftlinge drin? Sind keine da. Warum nicht? Warum nicht? Muss ich das irgendwie aktivieren? Muss ich denen sagen, hier Jungs, ihr müsst da arbeiten? Es kann aber auch sein, dass... Ne, das kann nicht sein. Das ist zu weit weg. Das kann nicht sein, dass es so weit weg ist. Er sagt ja aber auch, das ist in Ordnung. Das kann losgehen. Warum? Warte mal. Was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn hier los? Jungs, der Parkplatz ist voll. Hier ist nicht mehr drin. Was ist denn jetzt hier los? Sag mal, warum stehen hier ganze Autos rum?
Muss das so sein? Ach, die wollen raus, ne? Kann man da nicht eine Ampelschaltung machen? Wir versuchen mal eine Ampelschaltung. Warte mal, was ist das für eine Ampelschaltung hier? Hallo? Eins und, warte mal, drei und zwei, ne? So. Quatsch. Zwei und drei. So, zwei und drei und danach nur die eins darf raus. So. Hü. Was ist denn hier los? Die wurden schon in der Ladenrücktour. Müssen wir da mal genau gucken, was da los ist. So. Die bewegen sich nicht weiter, weil... Na gut, ich meine, die Bahngeschichte ist das aber auch, ne? Dass es so ein bisschen klemmt. Warum überholt er? Der kann er nicht überholen. Der fährt ja durch die... Weil der hier ist so ein bisschen, ne? Das wird aber nicht besser, ne? Da müssen... Warte mal, wir müssen hier... So, zack, 1, 2, 3. So, die ist grün, die ist grün, dann kommt die 3. Zack. So, ne? Damit wir die Jungs nochmal loswerden hier. So, die 1 brauche ich nicht so lange, ne? Die 1 habe ich 10 Sekunden. Die kriegt man einen 5er. So, die 2 ist auf 10 Sekunden, die 3 ist auf... Ich weiß nicht, wie viel kriegen wir denn da durch? Gar nicht so viele. Müssen wir auf 20 setzen. Jetzt will er zum Tanken hier rauf. Bist du wahnsinnig? Na, die fahren zwischendurch. Ist ja schön. Ach, warte mal, habe ich gleich gespeichert, ne? Warte mal. Doch, ist gespeichert. Natürlich ist es gespeichert. So. Es wird aber nicht besser, ne? Ich habe das Gefühl, das ist hier nicht besser, das Ganze. Haben wir nicht noch was, haben wir nicht noch andere tolle Schilder hier? Nee. Ich dachte, irgendwie so Abbiegen verboten oder sowas. Das wäre auch ganz cool. Aber ist irgendwie nicht. Schade. Ach, ist das, das ist doch jetzt Wurst. Oder? Das ist doch jetzt Panne. Hier auf der anderen Seite, das wäre nochmal cool, wenn da nochmal ein... Aber das passt, glaube ich, nicht, weil... Nee, passt da nicht hin. Noch eine Tankstelle mehr auf der anderen Seite wäre ganz cool, ne? Oder? Aber leider geht's nicht. So. Hier eine ganz kleine Tankstelle hier drüben hin. Eine ganz kleine. Vielleicht eventuell. Bitte? Nein? Nicht? Nö. Nein. Will nicht. Gut. Dann eben nicht. Da wird es hinpassen. Da wird es hinpassen. Aber da kriegst du ja auch wieder nicht raus, ne? Mal, da will wir eine hinkriegen irgendwie. Aber da will ich auch gerne eine Straße denn raus haben, ne? Also das wäre auch ganz cool. Wie kriege ich da eine Straße hin? Das wäre ja mal interessant, ne? Vielleicht bauen wir das dann mal hin so. Guck mal, vielleicht kriege ich da irgendwie eine Straße raus. Ich habe keine Ahnung. Hier hin? Das wird sogar gehen. Guck mal. Das würde sogar funktionieren. Ich glaube, die Linie, die am nächsten ist. Ja, ich meine, das wäre jetzt egal, ne? Ob ich jetzt die abreiße oder die andere abreiße, das wäre... Ne, was machen wir, das ist egal. Nehmen wir die weg hier. So. Das muss ich dann halt ein bisschen stauen.
Läuft nicht optimal, ne? Das läuft irgendwie gar nicht optimal. Da haben wir schon mal einen Häftlingswagen. Den wollen wir gleich mal im Auge behalten. Warum fahren Sie nicht weiter? Warum bleibt er stehen? Warum bleibt der Erste immer stehen? Warum bleibt der Erste stehen? Oder? Dann muss der hier auf 20 Sekunden. So. Warum bleibt der stehen? Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. So, grün. Ah, speichern gerade an den Deck. Mach das weg. Ich glaube, wir kriegen das hier nicht optimal hin. Das wird, glaube ich, gar nichts werden. Guck mal, das ist genau das Gleiche. Das ist diese Kacke mit Überholen. Das ist diese Scheiße mit Überholen. So. Kein Überholen. Das ist Schuss. Schicht. So. Vielleicht müssten die beiden verbunden werden. Gut, hier bringt das aber auch wieder nichts, ne? Die hängen sich auch wieder fest. Oder? Na gut, das löst sich nicht auf, weil die zum Tanken rausfahren, ne? Die fahren immer zum Tanken raus. Lieber Freund, stehen die aber weit draußen. Was ist denn hier schon wieder los? Ich glaube, das ist egal, was wir machen. Ne? Ich habe jetzt auf 20 Sekunden gestellt. Und da auf 5 Sekunden, dann müsste er doch schon längst wieder auf Rot sein. Quatsch, das ist verkehrt. Ich sehe gerade, ich habe es verkehrt. Das ist die 1. Die 1 ist auf 5 Sekunden. So. Kein Wunder, dass es hier nicht läuft. Oh, 58 Sekunden, ja, wohl logisch. 5 Sekunden, so, zack. Die 2, da ist die 2. So, die ist auf 20 Sekunden hoch. 205 Sekunden, genau. So, zupp. Jetzt sollte es laufen. Oh, Mann, doch. Da guckst du nur auf den Zyklus, ne? 1 und 2 und 3 und sagst hier, oh, das passt hier mit den Zahlen, das ist aber nicht so. Da muss man auf die, ne? Wie wir das hier verbunden haben. So, jetzt haben wir das hier auf 20 Sekunden. Jetzt muss das nämlich besser laufen. So, hü. Jetzt geht's. So, jetzt sind es nur 5 Sekunden, ne? 1, 2, 3. Ja, zack. So, die haben 20 Sekunden. Könnte man auch verkürzen, dass man sagen kann, hier kürzer, ne? Dass wir die 3 auf, hier, da. Dass wir die auf 10 lassen. So, jetzt haben die 20 Sekunden Zeit. Gib Staff, Mann. Warum bremst er jedes Mal? Warum stehst du da rum? Okay, das ist nur so ein Bug. Also das wird angezeigt, aber wird nicht hantiert. Gut, dann muss das hier halt ein bisschen... Jetzt läuft das hier wieder nicht weiter. Wenn ich das verbinde... Mal, wenn ich das verbinde. Wie war das noch gleich? Da, mit der ich hier verbinde. Wäre das denn besser? Müsste doch, ne?
So, wenn ich jetzt noch Zugriff dazu nehme, wenn ich sage jetzt, ja, die 1 für sich alleine. Und dann die 3 und 4 grün gebe, dann fahren die mich raus. Richtig? Pass mal, so, die 1 fährt raus. Dann können die nämlich auch hier rumfahren. Die 2 ist dann die 2. So, zack. Und 4 ist dann 3 und 4 kriegen grün. So. Das müsste doch funktionieren, oder nicht? Mal gucken, was passiert. Jetzt weiß ich nicht, warum die noch weiterfahren. Die haben rot. Rot. So, 2 hat grün. Fahren durch. Bis das hier wieder alles blockiert ist, klar. So, und jetzt haben wir das grün. So, zack, jetzt haben die beiden grün. Der hat grün, der darf fahren. Eins und zwei gleichzeitig. Ja, das Problem ist, wenn die jetzt gleichzeitig fahren, da wollen einige nämlich hier abbiegen. Wollen hier ins Parkhaus rein oder hier auf dem auf die Tankstelle rauf. Und dann haben wir das Problem, dass die wieder alles blockieren. Das sieht aber gut aus. So, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, jetzt blockiert das nämlich hier. Das blockiert bis nach Spanien raus. Also kannst du sagen, wo du bist? Alter, guck dir das mal an. Fummeln wir einmal mit ein bisschen mit hier Lichtzeichen rum, dann klappt das schon wieder nicht. Haben wir keine. Wir haben doch jetzt 92. Haben wir nicht schon langsam mal intelligente Lichtzeichenanlagen? Gibt das sowas nicht? Die Privatautos machen so viel Spaß wie die Kornlaster. Genau, Frankie. Nicht? Ihr wollt ja alle unbedingt, dass ich so viele Autos hier drin habe. Jetzt habe ich die Dinger. Und jetzt klappt hier wieder gar nichts. So, auf jeden Fall. Am liebsten alle Privatautos verbieten. Nur noch hier Busse. Nur noch mit Busse fahren lassen. Fertig. Ach. Oder wir brauchen eine separate Busspur. Nur für Busse. Wollen die alle abbiegen? Das könnte man natürlich machen. Wir machen das mal anders. Genau. Von 1 zu 2. Quatsch, da ist es verkehrt. So. So, und das ist dann Vorfahrt, ne? Genau. Ob das jetzt besser wird, weiß ich nicht. Jetzt kommen die natürlich nicht raus. Nee, okay, also der gucken wir jetzt nicht länger zu. So. Wie läuft das hier oben bei uns? Zufriedenheit 92%. Ist schon mal nicht schlecht, ne? Da kommen wir schon langsam mal hin. So, 73.100 und ist unser großer Tanker noch gar nicht da gewesen. Gefängnis-Knastbusse, genau. Die wollten wir uns gleich mal angucken. Das machen wir sozusagen in der nächsten Folge. Da sag ich dir mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.